Der Kompetenzbereich Verarbeitung unidirektionaler Faserverbundwerkstoffe beinhaltet die Entwicklung effizienter Wickel- und Tape-Legeverfahren mit duroplastischen und thermoplastischen Matrizes. Weiterhin beinhaltet er die Entwicklung von Qualitätsmanagement, Prozessoptimierung und Steuerungsverfahren wie beispielsweise die Inline-Direktimprägnierung oder Ringwickeltechnologie, beides Verfahren, die hier im Hause entwickelt worden und einzigartig sind. Hier sieht man zum Beispiel das Thermoplast-Tape-Legen. Es ist ein Out-of-Autoclave-Verfahren mit Hilfe der In-Situ-Konsolidierung. Kopf- und Legetechnologie wurden hier bei uns entwickelt. Speziell für den Einsatz in Luft- und Raumfahrt sowie zur Herstellung innendruckbeaufschlagter Behälter, beispielsweise Energiespeicher, eignen sich unidirektionale Faserverbundwerkstoffe in besonderer Weise. Mit der ganzheitlichen, integrativen Prozessentwicklung kann das Institut für Verbundwerkstoffe sämtliche Aspekte der Prozesse wickeln und tape-legen abbilden. Darüber hinaus kann das IVW auf eine umfassende Anlagentechnik zurückgreifen, mit der sehr bauteilnah entwickelt werden kann.